ich, wenn Klick mal rüber. So. Dann machen wir. Ich mach grad ein paar Kleinigkeiten als Vorbereitung. Das machen wir mal größer, damit ich auch was sehe. Chat machen wir mal ein bisschen kleiner. Weil Chat müsste ja eigentlich hier auch laufen. Normalerweise. So, dann starten wir das mal ganz, das ganze Zeug hier mal. So, ah, ja, das war noch von der letzten Aufnahme. Hallo! Wie ihr seht, haben wir hier schon ein bisschen was gemacht. Ja, ich wollte hier gerade anfangen für ein paar Vorbereitungen drauf, Angelfarm. Ja, eine Angelfarm, genau, so eine Sachen. An, ja, aber so. Zauberbücher oder irgendwas halt drankommt. Ja, das ich würde aber. Ja, aber sowas würde ich aber bei den Aufnahmen machen. Wie Angelfarm und die Dorfbewohnerfarm. Ach so. Ja, okay. Ich würde jetzt eher so im Livestream eher sagen, so die Dinge machen, die ja ein bisschen langweiliger sind halt. Okay, dann packe ich Doberat. Was willst du dann tun hier? Packen wir das, was wir jetzt so brauchen? So ja, holen. Das ist eine gute Frage. Oder sollen wir unser, was halt aufwendig ist, unsere Räumlichkeiten hier etwas ausbauen? Du schallst. Hallo? Schau mal, Mikro, alle, Ton, Lautsprecher, alles ja, aus. Ja, bei mir auch, ist auch alles aus. Oder tut der Programm schon nochmal neu machen? Hallo, hallo? Ne, das habe ich schon neu gestartet. Okay. Das hatte ich schon gemacht. Ja, wir könnten mal das Haus hier fertig bauen. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht hier mit dem Dach. Und hier, da genau, hier die Dorfbewohnerhäuser, die könnten mal anfangen zu bauen. Schon. Das könnten wir machen. Machen, ja. Genau. Weil das Gebaute geht eigentlich relativ zügig. Das Problem ist, die Dinger dabei zu zerren. Ja, das weiß ich. Da müsste man notfalls noch ein bisschen Mine gehen, um Eisen sammeln und alles. Und eine Buddele gehen. Ja, gut. Was willst du denn zuerst machen? Wir können die Dinger bauen. Holz haben wir da, für jede Menge Türe. Hochstehen haben wir auch. Boot da rein. Das da rein und Holz da rein und meine Stockis bleiben hier. Okay, mein Reisebett brauche ich jetzt hier auch nicht unbedingt. Modell raus, das Bett brauche ich nicht, das kann raus, das kann raus. Ja, warte mal, ich muss aber gerade was umstellen hier. So. Werkbank war ja oben. Okay. Brauchen wir Holz. So. Also gehen wir jetzt nach unten oder fangen wir an zu bauen? Würde ich sagen, wir machen erstmal die Häuser und Mauer und dann gehen wir graben, weil später noch brauchen wir auch Eisen und Material. Okay, also brauchen wir Stein, ne? Diese Bruchsteine und jede Menge Türen. Werkbank war oben, ne? Ja, und Holz braucht man, ne? Holz habe ich, Rohholz habe ich instehen gegangen. Achso, okay. Zäune braucht man auch, ne? Kann ich eine Mauer machen. Achso, okay, ja, gut. Bruchsteine mal, Bruchsteine hast du? Bruchsteine habe ich gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stacks. Ich habe aber noch 7, 8. 9, 10. So, jetzt habe ich 10 Stacks. Sollte eigentlich reichen. Ich brauche noch eine. Den Aufgang können wir dann irgendwann auch zumachen, oder? Pico hier nehme ich mal mit. Und naja, Pico habe ich jetzt noch endlich dabei. Ist auch nicht schlimm, kann man Stellenpicke machen. So, ich baue den Rahmen. Du kannst. Und ich mache gerade noch Holz. Was machst du? Falsch. Das, wo die Erde ist, kommen nur Steine hin. Zwei hoch. Das, wo jetzt die Jenga, kommen Türe überall hin. Nee, du baust ein Haus, oder? Nee, das sind vier Dinger, A10, also pro Haus 40 Türe.
Ach so, ja, stimmt, ja. Die brauchen ja die Türen, um sich... Damit du eine gewisse Anzahl von Villagern hast. Ja, hast, stimmt, hab ich vergessen. Damit du Golems vorne. Das, ja, das ich weiß, ich weiß, ja, stimmt. Stimmt. Ja, genau. Hoppla, der war zu viel. So, wie viel hoch? So, da machst du insgesamt 3 hoch. Dann ist du was hier. So, dann ist das hier der Rahmen. Du kannst Türe machen. Jede Menge Türen. Oh. Und da soll ich Türe machen. Ja. Also dann immer von Punkt zu Punkt ziehen. Muss halt im Sneaker am besten oder so, ja. Ich mach da mal Schubtüren. Zehn Türe. So. Wie das gibt. 60 Türen. Okay. So. Also es gibt dann unsere Eisenfarm hier mit den Dorfbewohnern. Ja, später noch. Ja. Erst müssen wir genug Villager sammeln drin. Genau. Ja, aber die Villager, wir haben ja Gott sei Dank da hinten irgendwo ist ein Dorf. Ja, das gibt noch einen Akt, dann hier die Dorfbewohner hier rüber zu karren, aber das werden wir schon hinkriegen. Ja, müssen wir dann. Deswegen brauchen wir Eisen neuer. Haben Minecarts und Schiene so machen. Mhm. Die Villager doch hier zu zerren. Ach, Andy hat noch mal Axt. Oh, okay. Du musst auf einen Gap haben. Ich wollte gerade mal normal hier machen. Steinaxt gerade zusammen zimmern. Ah, ne, doch, habe ich noch eine. Ah, halt jetzt die Vorbereitung erstmal war. Wie das Dach dann ist, ist eigentlich egal, ne? Busch mit volle Blöcke ausfüllen. Ja, das geht dir nicht. Das weiß ich. Die Verschönerung kann man später nochmal erstmal das Grundding. Genau. Erstmal darf man das Grundding haben, ob er drauf zu ist, das Dach. Wie man das Dach dann oben drüber gestaltet oder dass man die umfunktioniert mit Erde, dass da noch ein Village hinkommt, wo dann Getreidefarben draus baut, ob drüber oder keine Ahnung, das ist dann, kann man dann immer noch entscheiden. Davor brauchst du erstmal die Villager. Allein, dass man alle Zauberbücher eventuell kriegen, Permending neuer. Und da muss man halt noch eine Mauer oder einen Zaun drumrum machen, ne? Das damit dann. Ja, das wäre jetzt dann machen wir neue Steinmauer drumrum. Dass da keine Mobs reingehen. Und gut ausleuchten. Ja. Ah, die brauchen auch eine Farm, ne? Die brauchen auch Essen. Ja, am Anfang muss ich denen erstmal so was zuschmeißen. Dass man für die Farm braucht man nämlich Baby-Villager, wo kein nix im Inventar hat. Wenn der Farmer abzwacken will, für Weizenfarm. Nee, weil keine automatische Weizenfarm. Das braucht man nicht. Ja, das kann man dann mit neuer genug Villager-Dose. Dann machen wir dann Weizenfelder an, da können die sich selber versorgen. Genau, dass die sich auch selber versorgen können.
Dass man auf allen vier hier. Ecken. Du hast ja meiste Platz für neue Rinse gehen hier. Dass rundherum der Rest zu ist. So dich brauchst du gar nicht zu machen, wenn eins außenrum reicht. Ich brauche noch Türen. Ich sag, ein paar 30 Türen. 30. So. Einmal verklicken, das war's dann. Ja, das muss ich wegmachen hier. Immer noch genau 1, 2, 3 Türe. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Ach nix, das ist Ammo-Holz. Das sind genau 3 Türe. Hast du eine Axt dabei? Was willst du machen? Den Baum da weg? Ja, die Bäume da weg, weil wenn da Mobs oben drauf rumkrabbeln, dann können die da trotzdem auf der Mauer drüber und... Oh, der ist weg. Von daher überall bisher ausleuchte. Noch. Ach nee, Holz habe ich gar keins dabei, ne? Mhm. Aber du hast doch, glaube ich, jetzt Holz, ne? Ja, warum? Was brauchst du dann? Ich brauche... Gatter. Ja. Ja, Moment, ich mach gerade die Bäume da weg. So, das wird hier jetzt hell. Mal gucken dann, wo noch was ist. Wo ich nur jetzt war raus, hallo? Ja, muss man die erstmal dies vorne lassen und gucken, wo noch was ist. Da fehlt noch eine Mauer, oder? Hast du noch eine Mauer schon? Nein. Da fehlt keine Mauer. Gib mir bitte das Holz, ja? Bitte schön. Danke. Und extra ein bisschen mehr Luft gelassen, dass man da ein bisschen mehr Platz hat zum Durchgehen. Yeah.
So, einmal. Gut. Hatte schon rum, ich mach gerade die Decke noch zu. Hoppla. Zu viel. Weg. Womit machst du die Decke? Einfache volle Blöcke, Bruchsteinblöcke. Ja. Mit Slabs geht hier nicht. Brauche volle Blöcke oben drüber. Mit Bruchstein. Ich wollte wissen, mit was für einem Stein. Ja, Bruchstein. Ja, dann sag das doch einfach. Das. Gut, das weiß ich ja nicht. Gut, wenn man da innen drin dann ausleuchtet alles. Dass es nicht zu dunkel ist da drin. Sieht zwar nicht besonders schön aus, aber ist sehr effektiv. Ja. Federnaus, ja, mal ein paar zu handeln, ein paar Villager später und ja. Und für die Eisenfarm auszubauen später. Noch, oder? Ja. Oh, ich bin gleich durch. So, dann haben wir hier jetzt mal 4 Häuser hingeballert. Wie viele Türen sind das jetzt? 160 Türe. Okay. 40 Tür pro Haus. Ja, dass du mit der 8 genug Villager da drin hast, das Golem spawne. Ja, ja, das ist schon klar. Ich glaube, ab 60 spawnt einer. Ich weiß es nicht. Doch, glaube, ab 16 oder 17 Villager kommt, spawnt er schon Golem. Und für die Farm ist dann neuer, dann machen wir da Wasserströme hin, mit Zäune irgendwie zu, da müssen wir sogar noch breiter machen. Ah, da müssen wir mal gucken, ne, wo hier. Mal ah, so genau. Runter müssen wir dann, das ist nämlich dann die Mitte. Genau, am Schweineding. Ich mach mal so. Der, ja, weil der spawnt nämlich hier im Mittelbereich. Ich hab meine Hand jetzt so dicht gestellt. Notfalls müssen wir von innen Zäune dran machen, dass die nicht da raus können. Wo raus? Aus den Türen später, wenn man der Eisengolem-Farm draus baut. Weil du machst schon Wasserstrom hier in die Mitte. Das wird das Golem spawnt irgendwo hier in dem Bereich. Im Mittelpunkt von dem Dorf. Dass der da rumgetrippt wird und dann unten nach Hause geht. Du hast die Häuser so abgezählt. Ja, ich also, gucke grad, aber ein freier Wasserstrom hätten wir so. Ich ja, damit kann hab damit nichts zu tun. Wenn du dich verzählt hast hier, ja. Dann war das deine Schuld, nicht meine. So. Ja, das andere kann man es immer noch. Das Gatter ist irgendwie unnütz. Hä? Also, du kannst ja gar nicht richtig langlaufen hier. Nein, es geht ja auch nur darum, dass man irgendwo schnell mal rein kann. Ich habe das auf allen 4 Seiten gemacht. Bin ich doch dabei. Wenn dann geht's. Jedenfalls haben wir Platz, dann müssen wir dann das Ganze da bis zu unten ausziehen noch und da noch bis zu die Richtung. Die Blöcke. Falls der Platz kommt. Das sehen wir ja auch erst mal später. Warum nicht weg? Will ich nicht. Kann ich mich verguckert? Ja, hast du dich verguckert. Also Notmama. Und hier in die Zäune dran, irgendwie, dass es halt gesperrt ist.
Ja, ich weiß ja nicht, wie dein Patent hier funktioniert. Dass du hast gesagt, wir machen eine Golem-Farm. Ich sag ja, okay. Ja, das sieht man als immer so schlecht, wenn man da irgendwo nur guckt. So. Auf jeden Fall haben wir schon mal da, wo die Villager wohnen können. So. Das haben wir schon mal. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen graben gehen. Wir haben ein paar kein Eis mehr. Da sparen wir dreimal Rüstungen alles gebaut. Haben wir das Eisen, wo ich gesammelt habe. Okay, gut, dann gehen wir Eisen farmen. Und andere Sache. Ohne Mine gehen wir. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Weil unser Eisen ist fast geplündert hier. Es sind noch 2, 4, 6, 8, 9 Eisen da. Und da sind auch noch 10. Kohle nehme ich mal mit. Bäh. So. Mining. Kohle nehme ich auch mit, weil ich brauche Fackeln. Kohle ist und nur noch und Dickies. Wassereimer habe ich mit. Und das haben wir jetzt mit ohne Bergbank. Zack. Fackler habe ich auch. Ach ja, komm, kann ich das auch noch gerade machen. Fackelshühnchen, Essen, Eimer Wasser. Gut, Dell kann ich schon überall aussagen. Brauchen wir noch Picke? 1, 2, 3, 4. Also ich brauche ein bisschen Eisen. Da ist nämlich viel Dorn Eisen. Oh, dann will ich Diamant. Ja, dann mach grad zwei Diamantpicke. Bei uns zwei wäre die gute Sache. Den Rest machen wir uns einfache Steinpicke. Deswegen wollte ich die Angeldinger machen, dass man vielleicht mit Haltbarkeit oder irgendwas rausgeangelt kriegen. Mhm. Will ich schon einfach mal düdeln nebenbei. Wo man so ein bisschen nebenher farmen tut. Materialien bei sich bringen. Das sind so noch Bruchstellen alles ohne hier, ne? So, Essen hast du auch? Ja, habe ich noch ein bisschen was im Stecken. Gut, dann hopp, geh mal runter. In den Keller. Ich... Gut, gehen wir runter. Wir gehen runter in den Keller. Ein bisschen graben. Rüsten, ja. Ja, schon die schöne Gängelchen. Das hier war, glaube ich, Labeshöhe. Und ich habe es gehabt. Da oben sind Steine ohne Ende. Hast du zufällig eine Werkbank dabei? Ist hier unter alles. Sehr gut. Holz ist auch genug da. Auch Steine sind genug da. Also ich habe hier nämlich noch Eisen drin. Aha. Und Gold. Hier hast du ein Eisenpickel, da. Ah, gut, schon ja die Diapickel. Da
Axtlash war wahrscheinlich. Ja, aber nicht. Ich will aber nicht die Dia-Picke aufbrauchen für normales. Ja. Vor allem jede Menge Stein. So, komm. Wo lang? Da sind auch noch Golderz. Kannst du aussuchen. Da entweder einen. Ich habe da hinten angefangen. Mike Gang zu graben. Genau gegenüber. Na, ist ja egal, oder? Ja. Kannst du da machen. Und dann neue alle dritte quer. Fünf nennen. Alle vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Alle, also jedes vierte macht man das. Dann alle zweite Gang, da habe ich wechseln schön alles abgedeckt. Die alle vierte reicht. Du musst nicht jeden zweiten Gang, jeden zweiten Block. Alle dritte habe ich schon gegrabt. Das war recht gut die Ausbeute. Also quer, rechts, hab links. Ich keine Offhand. Ja, doch, habe ich. Jetzt siehst du, wie ich die Gänge gegrabt habe. Einer langsam dann alle dritte Ding, vier Blöcke immer rein. Da fünf, glaube ich, Maximum, was geht. In der Reichweite her, einfach reingegraben. Oh, da ist mir schon Lava. Irgendwie finde ich ganz viel Redstone. Diamanten! Yay! Ich habe schon zwei Molava gefunden. Der hat die Diamanten hier nicht gesehen. Du hast Diamanten übersehen. Wo? Wo bist du überhaupt? Wo bist du? Ja, dann ist das genau zwischendrin gewesen. Weil ich hab doch grüne Hand schon gar nicht gesagt. Einfach wenn da war es nämlich das geht's an, ich hab rechts und links grabe. Dann hin erstmal Eis und Kohle, das hole ich mir jetzt. Der hat ja hier abgeschlossen, das heißt, der hat bis hierhin gebuddelt. Und hat das dann da ja, oben gar nicht gesehen. Ja, ja. Blöcke reingegraben. Ja. Boah, ich war ja schon an die 30 Stier. Unmöglich. Unmöglich. Oh, hast du wenigstens auch mal welche gefunden? Ja, ich habe auch welche gefunden. Schön. Gerade so kostbare Diamanten übersieht der. Also. Gibt's doch nennen. Steinpicke, da war das allerdings ewig. Okay, hier ist irgendwo Lava. Ja, die Musik passt gerade. Badum, 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 badum. Stein. Oh, das ist so eine so ziemlich reiches Ecke hier. Kohle, Eise, Lapis. Pass auf, hier ist überall Lava, ne? Also da, hier drumrum. Ich höre schon blubbern. Oh, ich habe schon gefunden. Ah! Ja, ist gut.
Ich meine, der Wassereimer da geholt haben. Ja, ich habe keinen Wassereimer. Ich hab einer mit. Bist du denn auch an dem gleichen Lava-Loch wie ich? Ich weiß nicht, an welchem Lava-Loch du bist, aber ich bin an einem anderen Lava-Loch. Glaube ich jedenfalls. Ich habe da gerade Zeug rausgegrabt und da war Lava. Lava! Ob er runterkommt? Ja, und tschüss. Ja, wo ist denn meine Eisenspitzhacke? Na, ist egal. Ich kann es nicht unten hinsetzen, scheiße. Wir brauchen Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Oh, du sollst stehen hocken und nicht fressen. Mal her, bitte, zu mir. Naja, ein bisschen was habe ich vorhin gesagt noch. Hä, wieso kann ich mit der Offhand nicht Fackeln setzen? Oh, nur wenn ich die Lava. Hand leer habe? Wo bist du? Komm mal hier. Moment, ich bin doch hier beschäftigt mit Lava. Lavasee. Ja. Obsidian. Brauchen wir auch noch, ne? Obsidian. Ja. Diamanten gefunden. Ja, das sind meine Diamanten, das ist meine Höhle. Pech. Nicht Pech. Ohne mich käme ich gar nicht dran. Boah, dann wäre ich halt hochgegangen und hätte mir halt geholt. Ah, oh, hier ist bestimmt deine Lava-Höhle, dein Lavasee. Aua, 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 aua. Oh. Da ist ein Geselle. Da ist noch Eise unten drin. Hast du eine kaputt gemacht? Nö. Bin fortgerannt. Das ist ja der Knirschtruppe. Ja, der müsste da jetzt irgendwo um der Eck sein. Eigentlich. Autsch, da. Ja. Oh, das war's. Geht doch. Wo ist Eisen? Und Lava und Runner. Voll. Ja, toll.
Oh, 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 nicht gut. Ah, fertig, das war's mit dem Eisen. Ganz Lava ohne Tunnel. Wo ist noch Eisen in der Deck? Eisen brauchen wir. Dann brauchen wir eigentlich jetzt erstmal nicht, das kann man erstmal hängen lassen. Ja. Erstmal Kohle und Eisen. Und Diamanten, wenn ja, man findet. Diamante und Gold eventuell. Das ist erstmal wichtiger. Du doch mal weiter graben in deiner Höhle, oder? Das soll ich da helfen. Ich glaube jetzt, ne, da ist noch. Ist auch noch Kohle. Okay, Redstone. Oh. Ja, Redstone brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Also ja, ist nicht so wichtig. Da ist überall Lava auch nicht drunter. Ja, ja, da ist überall dann manchmal nicht. Manchmal hat man Glück, da ist nichts, kein Lava drunter. Habe ich jetzt alles an Eisen? Sieht so aus, ne? Ah ja, was biete ich schon am... Das ist so... typisch. Was denn? Au. Alter, ist doch Kohletonner. Ich traue mich schon nicht großartig weiter zu tun, weil überall Lava drumherum ist. Ja, deswegen habe ich da auch nichts nicht weiter gemacht. Oh, geh weg. Oh weh. Naja, Obsidian macht zum Glück nicht viel aus. Ja, das stimmt. Machen sie nicht viel kaputt. Aber einen scheine ich wohl kaputt gemacht haben. Einer ist explodiert und der andere hat's mitgerissen. Ich wollte da hoch. Da war noch Eisen. Ja, okay, ich gehe mal noch ein bisschen weiter graben. Der lässt mich einfach alleine hier, ne? Hier ist ein Zombie irgendwo. Okay, hier sind mehrere Zombies.
Eise. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht ist ja hier irgendwas was Schönes, Verstecktes. Vielleicht, von allein oder so. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Nee, es sieht nicht danach aus. Ja, jetzt bist du mir doch hinterhergelaufen. Leer. Ah, hier ist eine Höhle. Aha. Ah, hast du was gefunden? Die sind bestimmt da unten drin. Da unten irgendwo. Aber hängt da noch Eise drin? So. Ja, mal gucken, ob man da runter kann. Ist schon eine Laterne, da waren wir schon mal irgendwo. Ist schon geleuchtet. Und da hängt noch Eiser. Okay. Das sind irgendwo oben drüber, das kann auch sein. Ja, weil hier ist Endstation. Das ist die andere Höhle hier. Unsere Lava-Höhle, das ist ein Pilzeschatz. Ja, ne, da ist nur Redstone, da ist nichts mehr. Da hab ich geguckt gerade. Ja, hier ist nichts mehr. Ich glaube, das war die andere Höhle, wo wir mal am Anfang drin sind. Hm, das kann sein. Verbindet sich doch genauso. Da ist nur Eiser. Nehme ich doch mal direkt mit. Gerade wenig. Alter, das Gekrümmel wird immer mehr hier. Ja.
ein ganzer Schub Eisen rausgebuddelt. Yep. Enderman! Das war nicht, wo du hin bist, aber du findest ihn nicht irgendwo was. Bist du gut und rumrennst? Bist du Hühner oder bist du Nuff? Ja, ja, gut, 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 gut. Weiter, weiter, weiter. Das ist noch dunkel. Hier. Ah, da oben bist du. Da unten ist Lapis. Und da oben ist ein Andy. Mit dem leben wir uns lieber noch nicht an. Nee. Okay. Jetzt noch weiter. Noch Eise. Wo bist du denn jetzt lang? Ich nehme den Gang hoch. Hier. Hier, in die Ecke. Also da oben steht irgendwo Enderman. Ja, da oben weiß ich. Da war ich ja eben. Oh, das ist noch Eisen. Das baue ich nämlich schon ab. Weil hier war ich ja eben. Oh, okay. Ist irgendwo eine Spinne. Ist noch Jolt. Jolt, Jolt, Jolt. Ja, und das war's dann. Denkt nichts mehr, ne?
gut, geh mal. Nach Hause. Welche Richtung? So geht's, ich glaube, da Gang rein, ne? Ja, genau. Ja, viele Gegraber haben wir jetzt nicht. Nein, aber wir haben doch schon einiges gefunden. So, zack. 1, 2, 3, 4. Mein Name Obsidian. Von. Da können wir ein Portal machen, das ist gut. Ich finde hier noch Matthias. Redstone braucht man nicht. Plätschern irgendwo. Und Lava irgendwo blubbert. Ja, da, der See ist ja da überall. Du hast Lava gefunden. Ja. Schön. Direkt am Gang. Super. Ach, ich will doch nicht die Eisenpicke nehmen. Und Diamante. Oh, gut. Diamanten sind immer gut. Über dem Lavasee. Super. Ich zukippe. Ah, Lava! Hab ich jetzt Achtung. Ah, ne, Steinpickel gibt nicht. Nein, ich bin woanders. Ich bin auf der anderen Seite. Lava. Als ob. Okay. Bring noch ein bisschen Wasser in Sicherheit. Man weiß ja nie. Ey, jetzt baust du mal Durchgang zu, oder was hier? Nein. Doch. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Ich bin hier am Buddeln. Ja, ja. Oh, mein Picke kaputt. Und man braucht bald eine Tour. Ja, dann musst du welche machen. Du hast auch Holz mitgebracht, oder? Ja. Eine Mine wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir sowas auffinden würden. Wenn. Wenn. Wenn das Wörtchen, wenn... Ah, Eisen! Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich schon Millionär. Wasser! Ich habe Wasser gefunden. Ja, okay, ich bin in der Höhle rausgekommen. Eine Höhle, wo wir noch nicht waren, wo aber auch nichts ist, außer ein bisschen Kohle. Haben wir hier irgendwo Eisen? Eisen, Eisen, Eisen? Nein. Scheiße. K-
kann ich das da abstellen da oben? Aufpassen hier. Okay, da von da oben könnte jetzt auch was runterkommen. Muss man auch aufpassen. Gib mir mal die Fackeln lieber in der anderen Hand. Da ist schon was runtergefallen. Siehst du, was habe ich gesagt? Ich wusste das doch. Naja. Scheiß Mobs, ey. Ja. Wo sind sie halt? Die Mobs. Ich habe Gold gefunden. Ach gut. Kannst du noch mal beige? Ich habe irgendwie das Gefühl, eine Hexe gerade gehört zu haben, aber mein Gefühl kann mich auch täuschen. Vor allen Dingen, hoffentlich finde ich gleich wieder zurück. Weil ich bin ja so ein Genie, was Höhlen angeht. Bin ich das doch, oder nicht? Höhlengenie. Du meckerst einfach nur zu viel. Jetzt habe ich aber gut Eisen gefunden hier, hä? Alla. Okay. Gib mal Licht. Ist nichts mehr. Nehmen wir mal was weg.
Lol, du grabst genau über mir. Ich bin in der Höhle. In dieser Höhle da. Ich komme dir die Partikel oben runter geflogen. Jedenfalls. Ja. Guten Tag. Tag. Da hab ich gerade Gang hier gemacht. Das ist Lava. Ach, guten Tag. Tag. Guten Tag, Herr Kollege oder Frau Kollege. Hast du jetzt Herr gesagt zu mir? Schäm dich. Ja, hier ist die Höhle, wo ich gesagt habe, die ich gefunden habe. Ich glaube, jetzt habe ich aber alles hier, oder? Ja, wenn du eine bessere Picke bist, wäre es schneller. Ja, ich glaube, das hat, wir haben alles. Das Ende, da kommt das Lava. Redstone. Hä, glaube ich jetzt gerade in die falsche Richtung? Hä, wie tust du denn Mining machen? Dann bist du hingegrabt, jetzt erstmal ein ganzer langer Gang, aber... Die Gänge, wo ich da hin angelegt habe, so Stück für Stück, die sind ja eh jetzt von Bobbes. Welche? Ja, wo ich schon angefangen habe. Ja, hä? Ich verstehe den Lucky jetzt gerade nicht. Du hast schon deine ganz andere Grabweise doch an den Tag gelegt, hier, da drüben bei dir. Man tut so graben, wie man will, aber immer vier Stück Knie, vier Steine auseinander. Außerdem muss ich was braten. Ja, Eisen. Ne, das ist doch ist Eisen. Und nochmal Eisen. Bin auch schon hingeschmissen, du. Gold. Und Kohle. Irgendwo Creeper zwischendrin. Ist oder auch drüber. Ich brauche eine neue Picke. Hey, habe ich jetzt alle Fackeln verbraucht? Er hat mal schnell verballert. What? Ja, ich brauche Fackeln. Scheiße. Zack. Jetzt nicht vorwärts gegangen. Alter. Warum?
scheiß Lava-Dinger. Das ist jetzt so ermüdend hier. Bleib mal, gehen Herrn Balbera auf zu Grabe, mach auch noch irgendwas anderes dann. Mal bis Wassermann. Du wolltest da, du wolltest noch Sachen sammeln. Ja, machen wir jetzt mal ein bisschen was. Klar, jetzt am Anfang ist das halt. Ja, bei sowas wünsche ich mir dann halt die Tinker-Sachen, ne? Weil die halt besser sind. Dann haben wir ein bisschen Eisen gefunden. Eisen ist immer gut. Eisen ist immer gut. Eisen kann man ganz viel gebrauchen. Ja, brauchen wir auch sowieso ganz viel, jede Menge. Ein paar Stacks. Nur ein paar Stacks. Ein paar Stacks. Blöckeweise. Ja, blöckeweise, jetzt übertreib nicht. Da lieber mal Lara und alles bauen, die Trichter. Jo, das machen wir ja erst, wenn wir anfangen, unter Wasser zu arbeiten. Ich fange jetzt nicht hier oberhalb an, ein großes Lager hinzubauen. Das Ganze ja mal knicke. Das wäre totaler Materialverschwendung. Wo bist du? In der andere Gang. Grabe. Ja, also wir haben eins, fast zwei Stacks. Ich hab jetzt andere, ich hab nur 15.
Und ich bin noch am Braten, also. Jo. No. Ja, ich hab noch 10. Wo ist er denn? Da ist er! Da ist er! Hund. Ich hab den Creeper da erledigt. Hast du meinen Creeper gekuschelt? So, wo bist du? Siehst du meinen Schriftzug noch? Ja. Oh. Normalerweise. Normalerweise, wenn du sneakst, dann ist der Schriftzug weg. Nee, also ich sehe ihn noch. Das ist ja Fusch. Ich finde nichts mehr. Ja, wir können auch gerne was anderes machen. Jetzt. Habe ich nichts gegen. Ah, ich habe noch Eisen. 3, 4. Moment, ich habe Eisen. Ja, ja. Ich habe auch Eisen. Oder? Nimm mal auf alle Fälle mit. Ja, das ist Eisen. Auf jeden Fall. Jo, hab ich mir irgendwie gedacht, dass jetzt Kohle kommt. Diamante. Wieso findest du andauernd die Diamanten? Ich finde gar nichts. Nur Kohle. Und Kohle. Mehr Diamanten.
Na gut, ich finde halt Redstone jede Menge, ne? Also. Ja, das habe ich auch. Boah. Schau mal, Pickel sind alle auch. Die Eisen pickt die halt noch 2-3 Schläge aus, dann ist sie futsch. Soll ich dir helfen? Hier so zu sitzen, ne? Boah, das geht immer in meinen Rücken. Wie Sau. So. Eisen. Okay. Ja. Eisen? Eisen. Wieso findest du Eisen? War Eisen drin. Im Gang. So, jetzt habe ich nur noch die Dia-Pick. Ey, zwei immer. Da komme ich nämlich genau auf deine andere Gang neben dran. Ach. Unnötig. Da ist gar nichts. Guck doch. Alles durcheinander hier. Wo war der Gang? 1, 2. Es reicht immer 4 reicht. Na gut, jeder hat so seinen. Ach, mach so, wie du das für richtig hältst. Ich bin bisher damit immer gut gefahren. Im System, da habe ich doch schon einiges rausgeholt. Da habe ich dich jetzt so hingegraben. Hast mich doch hier mit deiner Puttelei ganz aus meiner Linie rausgebrungen. Nein. Doch. Nein. Durcheinander. Nein. Ich buddel so wie immer. Ja, durcheinander. Und dann ist nämlich schon teilweise am Ende versetzt. Ach mein Gott. So, es reicht jetzt. Hab ich keine Lust mehr. Ist da irgendwas? Nee, war nix. So, es reicht. Jetzt, es reicht. Komm, wir gehen. Es sieht direkt, dass du mitgegraben hast. Bei mir sieht das alles schön gleichmäßig, Carlos. Du hast mitgegraben durcheinander. Die Gänge nehmen mich schön gleichmäßig, nichts mehr. Ach, meine Güte, ja. Ja, Chaos, du mit deiner Buddelei. Halt dich doch mal ans System. Nein, Mensch. Ach, System. System. Keiner braucht System. Doch. Nein. Dazu. Quatsch. Er ist Eisen. Mal ein A-Modell mitnehmen, das nochmal mitnehmen. Die Truhe schon bald voll mit Steinen. Aus, wo ist nichts drin, wo ist gar nicht. Eise drin. Na gut, haben wir wechseln oder ein bisschen Ausbeute. Irgendwann nur über Bruchstellen, Zeug mit Hufnummer.
Ich hab jetzt mich voll gemacht. Ich geh nicht leer hoch. So, jetzt haben wir genug unter. Oh Gott. Ah. Hast du schöpferische Pause? Ja, das können wir schon machen. Paar Minuten Pause. Dann gucken wir mal, was wir dann machen können. Die Tiere müssen wir auch noch paaren. Ja, muss nebenbei mal machen. Knarz, schön. Knarz, Knarz. Ja, die Sucherei jedes Mal. Mach doch Schilder dran. So, ich bin gerade am Zeug ausladen. Kohle, die Kohle reichert sich auch langsam an. Holz, du hast Erde. Ach, ja. Der andere Kuh meistens Stunden. So. Also, dann gehe ich jetzt mal hier kurz in Sicherheit. Nach oben. Wo noch kein Dach drauf ist. Das ja. Wird als nächstes machen gerade. Das ist wenigstens fertig. Ja, weil wenn dann die Phantome kommen. Und das Dach hier ist hier auf, also das ist nicht so schön. So, dann machen wir mal kurze Pause. Okay. Kurze Pause. Thank you.
Man hört voll, was du machst. Quatsch, 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 quatsch. Du hast gerade Erde abgehackt. Kann das sein? Hör mal. Ich musste dich einbauen. Weil dich haben Phantome attackiert. Einer hat dich kaputt geschlagen. Ich musste dich schützen. Der ist nämlich auf dich los. Ich bin eingesperrt. Phantome? Ja. Die haben dich attackiert schon. Deswegen haben ich dich ingebuddelt, du. Und den einen habe ich K.O. getroscht. Das sind aber immer drei Stück, oder? War nur einer. Nur einer. Momentan jedenfalls. Und der hatte ich zweimal getroffen. Wo ich jetzt mitgeredet habe. Dann habe ich den kaputt geschleicht. Deswegen habe ich jetzt nur gut gefahren vom Haut. Ja, du hast mich eingebuddelt. Ja, ich habe das gehört, wie du Erde geklatscht hast. Ja, ich muss, ja, was macht der denn da? Ich weiß nicht, ob noch mehr komme. Ich wusste nicht, ob noch mehr kommen, das wäre nicht sicherheitshalber dabei eingebuddelt. Aber es wird hell. Hast du was gekriegt vom Phantom? Ja, ich hab eine Phantomhaut. Guck hier. Ja, nach. Super. Eine hab ich. Super. Ja, das ist ja, genau das habe ich gerade gesagt. Kein Dach. Siehst du? Hab ich gerade noch gesagt. Kein Dach. Wenn jetzt Phantome kommen, dann ist man tot. Ich hab dich beschützt. Ja, hast du mich beschützt. Hast du gut gemacht. Kann ich froh sein, dass ich tot war, dass ich gerade irgendwie auf Toilette oder irgendwas bin. Oh. Ja, da wäre ich jetzt tot. Dann wäre ich jetzt tot. Ja, komm, dann lass uns mal ein Dach bauen hier für das Haus. Ich mach schon Holz und Treppe. Steintreppe. Ich habe überhaupt nichts an Material gerade zur Hand. Außer Erde. Gibst du mir Material oder? Moment, das war Block.net-K-Treppe. Die Uno machen wir Bruchstellen und da habe ich noch Instecke. Bruchsteintreppe für die Ecke gerade. Bruchsteinecke. Bruchsteintreppen. Ja, jawohl, mache ich. Gut. Ach, da schon mal die Reste dran. So, muss ich mal
gut, dass ich irgendwie da wieder nicht komme. Aua. Ah, nein! Ach, egal, ich mach mir hier neu. Nein! Was ist? Andersrum! So, ja. Du mit der Treppe dran. Auf den Erdblock. Treppe. Und bewacht die Treppe. Die ist nämlich genau neben ihm. Das ist Andys Hund. Hab ich gleich noch Treppe. So, aber drauf mal rein, gerade ein paar Slaps. Ja, endlich haben wir auch ein Dach. Ein paar Stone Slabs gerade noch ein paar. Stone Slabs machen? Ja, in die Mitte, oder? Brauchen wir das nicht? Ich hab nur Treppen. Nee, mach nur Holz. Ist doch gut.
Gut, fertig. Ja, fertig. Reicht. Ja, mal dann noch so ein bisschen den Hocker. So, was wollen wir jetzt machen? Was war noch wichtig? Außer jetzt halt zu farmen, meine ich. Zeug farmen. Ich geh mal zu den Schildkröten. Vielleicht schlüpfen die Eier tatsächlich nicht, weil wir zu weit weg sind. Das könnte sein, ja. Dass man nicht im Junk drin sind. Aber hol der eigentlich geladen, weil das ist ja offen. Das sieht's ja. Kühe müssen wir auch vermehren. Und Ende. Vor allem Kühe brauchen wir ja jede Menge. Ja, wegen dem Leder. Gut, mal gerade nochmal wieder im Villager Farm, weil jetzt haben wir noch Kate drin, zur Not können wir es noch schnell ändern. Nee, ich glaube, der Junk, das ist nicht geladen. Weil das okay. baut sich jetzt bei mir erst gerade auf. Oh, okay. Und deswegen schlüpfen die Eier auch nicht. Ja, die Eier sind immer noch nicht geschlüpft. Müssen wir sie dann. Das Problem ist, man kann das nicht hochholen oder müsste da unten, wo der Audio die Tür ist, irgendwo im Ecke machen. Ja, dafür bräuchte man irgendeine Möglichkeit, wie man die Eier da abbaut. Ich google gerade nur mal kurz, was wir da farmen. Weil wenn die nicht schlüpfen, dann kriegen wir auch keine Babyschildkröten. Und ohne Babyschildkröten kriegt man keine... Die Turtle Helms. Ja, kriegt man keine... Genau. Ich meine, Eier legen tun sie ja. Wo ist denn der Zombie? Ist ja die ganze Zeit ein Zombie? Da kann man noch hin hinaus, oder? Ja. Gut. Ist da aus? Und was muss man die Plattform etwas verlängern? Drei Blöcke. Hm.
Haben wir so, schon Strings? Nein. Obwohl, könnte man Hand von Spinne, wenn du willst. Wenn man aber am Anfang beim Dauersterbe verloren haben. Ja, ich habe mich bei deinen Villager-Häuser verdammt. Ja. Müssen wir umsetzen. So, brauche ich Steine. Das war jetzt ein Skelett, aber kein Zombie. Ich höre die ganze Zeit ein Zombie. Hm. Aber sie keinen. Oh, ich war gerade irgendwo her Schuss. Ah, da hinten bist du, Kamerad. Das wäre dann hier 1, 2. Halt. Komisch. Wenn ich nochmal weggrabe. Hm. Ja, eine Spinne wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Oh nein, das sind die Phantome, ne? Könnte sein, ja. Du hast ja nicht geschlafen. Die brauchen wir aber für das Hat des Meeres zu bauen. Ja, das Problem ist, ich habe gerade nur 3 Herzen. Oh, dann verschwinde irgendwo. Oder stell dich irgendwo in einem Baum und dann ess erstmal. Wo er direkt an dich kommt. In Oppo. Kannst du zu mir kommen? Geht das? Ich bin doch gerade am... Ja, wo bist du überhaupt? Ja, bei den Schildkröten. Ach, Moment. Ich muss erst mit der Oberware rauskommen. Ich wollte gerade das Dorf abändern. Ich komme, Moment. Oh Gott, ja, ich meine, unterm Baum bin ich noch im Moment sicher. Das ist genau über mir. Was denn? Nix, ich wollte essen, aber was macht der? Er hockt Stein hin. Ich bin nämlich auch fast, ich muss auch unbedingt essen, ich bin nämlich auch fast platt. Meine Rüstung habe ich doch an, oder? Ja. Bin unterwegs. Aua. Ja, ich bin gleich wieder voll. Und dann guck ich mal, sind die Schwerts kaputt zu machen? Nee, ich habe zwei, drei Schläge drauf gehabt, war er hin. Autsch. Schießen die aus der Luft? Die kommen von dem Sturzflug auf dich zu. Hä, es war gar keiner bei mir gerade.
Aber hier überall Creeper-Löcher. Beschwerner, ja. Ja, jetzt habe ich zwei. Ich bin schon unterwegs. Ich bin fast do bei dir. Du hast schon unterwegs mit anderen Viecher zu kämpfen gehabt. Naja, klar. So, ich bin do bei dir. Okay, einen habe ich. Bist du überhaupt? Einen habe ich. Hatte Hühner sehen nicht da, Menja. Einer fliegt da noch. Ich sehe dich auf der Karte, aber ich weiß ja, wo du rumrennst. Ich renne nirgendwo rum, ich stehe am einen und denselben Platz. Ah, den Händen bist du schon nicht gefunden. Also einen habe ich. Ja, einen habe ich getötet. Ich weiß nicht. Ja, eine Haut habe ich. Oh, da kommt der Zombie, pass auf. Hab ich. Ja, der kommt, aber so. Mal gerade noch was in Esseren ziehen. Oh Gott, wo ist der denn jetzt? Hinne, da kommt er, da wieder. Ja, genau. Sehr gut. Cool. Und noch eine Haut. Jetzt haben wir drei Stück. Auch, glaube ich, einige für das Ding. Jetzt haben wir drei Stück, ne? Hier, ja. Ich gebe dir den anderen auch noch. Da. Du, oder aber. Ich stand gerade im Monolog, guckt, ja, ich habe mich mit dem Dorf verdient. Soll es gerade abändern, solange wir die Villager noch nicht drin haben. Hau mal die Villagerin hocke, dass das passt. Jo. Ah, geht aber klar mit den Phantomen. Also. Sie sind doch human. Ja, ich habe gedacht, die wären schlimmer. Ich hatte gedacht, dass ich mich hier einfach hinstelle und angle und gucke, ob dann die die Eier dann schlüpfen. Also Seile habe ich jetzt zwei Stück, zwei Strings und Spinne. Ich glaube, man braucht zwei, ne? Eine Angel, ja. Hast du zufälligerweise auch Stickies dabei? Nein, aber Holz. Ja, das. Ja, ich meine, gut, hier steht überall Holz rum. Hätte ich auch abrackern können. Ja. Krieg ich denn die Strings? Ja, Moment. Bist du? Bin du hin, wollt war er zurück. Oh, da irgendwo her ist das Skelett dahin. Ich bin immer noch da, wo ich eben auch war. Bis. Bei der Schildis. Ja. Ich komme nochmal zurück. Ja, hallo. Hinter dir. Habe ich eine Werkbank? Nee. Danke. Ja, hast du meine. Ja, ich hätte jetzt auch eine neue gemacht, also okay, kein gut. Ding. Dann Holz brauche ich noch. Brauchst du auch noch? Da hast du ja genug, du. Und schon gerade Baum, du hängst ein paar zerbombte Bäume rum. Oh, alles gut. Oh, schöne Delphil von denen. So, ich gehe noch ja, das Dorf ab. Bestimmt, wo ein Creeper geplatzt ist, so ja, boom. Ja, die Creeper explodiert sind. Überall Löcher.
Zuckerrohr irgendwann auch noch in unsere Höhle hin verliere, dass wir es beisammen haben. Dann die automatische Farm anlegen ohne drin. Oh, tollen Haken. Toll, was anglischen Haken. Ja, besser wie nix. So, gehen wir mal weiter und auf. Lass mal schnell ändern. Ach, Angeln ist so entspannt. Ah, da kommt was. Yay, Angelglück. Ein Fisch. Ein Fisch. Ein Fischi ergattert. Jawohl. Yay. So, gerade unser Dörfchen abändern. Mhm. Dass das verrascht stimmt. Und noch ein Fisch. Oh, das war das. Noch Hockey drin. Wo siehst du das? Was? Wo, dass da noch keine drin sind. Fängst an, im Dorf Hockey. Ach so, drin. Ich denke gerade, hä, wo er sieht, woran sieht, wo will der sehen, ob da schon viel, schon Schildkröten drin sind oder nicht? Ah ja. So. Yay. Eine Schüssel. Eine leere Schüssel. Yay. Was? Was war das denn? Was denn? Ich hab grad einen Bug. Also.
Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sand brauchen wir ja auch, ne? Ja, ja. Ich glaube, wir haben hier eine Höhle unten drunter. Kann das sein? Weil es ist hellichter Tag und auf der Karte zeigt er mir unzählige Mobs an. Das könnte sein, ja. Ja, da ist eine Höhle. Mit Wasser. Hier sind aber keine Mobs. Oh, Erde alle. Alter, Wasser, wenn, als wenn die Karte stimmt, ne, sind da keine Ahnung wie viele Mobs angeblich. Ja, also hören tue ich was. Ich höre was. Wird's dunkel? Ja, es wird dunkel. Nein, noch früher so langsam. Ja, ich höre Zombies. Thank you.
Ach, jetzt kommen bestimmt gleich Phantome wieder, ne? Die kommen ja so oft, bis ich dann wieder schlafe, ne? Ja. Der schwindige Schloh verstanden, das hat schon mal vor 3 Nächte Ruhe. Jetzt müssten ja rein theoretisch 3 Stück kommen, ne? Keine Ahnung, könnte durchaus sein, ja. Es werden jedenfalls immer mehr. Und so länger du nicht schlurfst. So. Bin fast fertig mit dem Umbau. Aber nur fast. Auch noch ein bisschen Erde. Oh, tschüss, Erde. Ach, Mist. Sind sie bei dir oder was? Ja. Also ich hab keine, also ich habe noch nicht 3 Stück Ding. Dann hab ich noch ein bisschen Ruhe. Wahrscheinlich ab der nächsten Nacht. Weil ich hier nämlich vermischt noch keine. Ich hab aber diesmal nur einen, so wie das aussieht. Mist. Bin ich richtig erwischt. So, wenn ich richtig gebaut habe, müsste dann die Türe aufgehen. Ah, da geht's abwärts. Gedroppt hat er jetzt nix, schade. Gott. Einmal nicht immer. Ich habe auch diesmal nur einen, so wie das aussieht. Voll die Bugs hier. Bau die Blöcke ab, die ploppen immer wieder auf.
Hä, wo sind die Eier hin? Weiß ich nicht. Mito? Es sind... Die Eier sind weg. Hä, aber es sind keine Schildkröten da. Die gespawnt sind. Ja, das kann ja nicht, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. War da vorhin noch da, oder nicht? Ah jo, das waren über 12 Stück. Oh, jetzt habe ich auch Phantom. Oh. Ich will nicht. Aua. Ah, wo ist denn der Sack da oben? Oh, der sieht aus, als würde der gleich aufkrachen. Bitte komm, Eier. Mach Babys. Ja, du Sack. Ich treff den nicht, den Sack. Mensch. Der brennt eh gleich. Komm her, Peter. Bisse hat das schon. Es könnte... Ja, oder die Schildkröten machen ihre eigenen Eier kaputt. Oh. Das könnte natürlich auch sein. Ah, jetzt brennt er. Und tschüss. Oh, jetzt fängt das Rehne an. Na toll. Der Taron fängt an das Rehne an. Viele andere paar Mauer war. Nee, ja, mach doch mal, ich will Babys. Irgendwo erzählt, weil ich habe jetzt noch drei Türen übrig. Die Anzahl von den Türen müsste eigentlich immer gleich bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thank you.
jetzt für du. Also fang. Und was machen da Eier? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das stimmt. A1 zu viel. Ich habe mich verzählt. Hat er eine Tür. Okay, also, so wie es aussieht. Ich habe jetzt nochmal Seegras geholt, ich gucke jetzt nochmal. Okay. Ja, nicht, dass ich irgendwas falsch mache. So, jetzt hoffe ich nur, dass es stimmt. Es ist ja nicht so, dass sie keine Eier legen, ne? Aber die schlüpfen einfach irgendwie nennen. Irgendwas ist doch doof. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hör mal, Schatz, zehn. Also zählen, ja. Zählen, ne? Das lernt man in der Schule. Ja, schon klar, aber irgendwie zählischen, zählischen haben trotzdem immer bei 1 zu viel.
Du hast 10 Mal abändert und trotzdem immer war er 1 zu viel an der Türe. Da wundere ich mich, warum die scheiß Türe noch ja nicht aufgehen. Weil irgendwo was fehlt. Oder ist das die Zeit, wo ich nicht gemacht habe? So, naja, was so. Alles mal Axt da hinüber. So, naja, was so. Mach schon. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen sind mit dem Schildbrett, da kenne ich mich schon nicht so genau aus. Zumindest mal scheinen jetzt die Türe aufzugehen. Scheint sie mehr oder weniger zu stimmen jetzt. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. So, gut, fertig. Das komisch. Komisch, komisch. Ach, ich wusste es. Was denn? War schon verphantomt. Das Problem ist, ich sehe nichts. Wow, du Sauhund. Ja,
So. Fackel mal. Willst du doch Fackel? Ich glaube, aber es ist wieder nur einer. Hast du auch einen? Vorhin hatte ich einer. Dann sind das so gleich einer auftaucht. Aha. Jetzt habe ich eine. Und ja, ich habe eine Haut neue. Okay. Ich bin hier gerade ein bisschen am Ausleuchten. Unserem Dorf. Okay, das war ein Andy. Ein Andy, der nass geworden ist. Ja, es regnet halt. So, ich muss die hier mal ein bisschen besser geschützen. Ich habe immer noch zwei. Immer noch zwei Schildkröten. Ich dachte schon gerade, Alter, hast du dich jetzt verzählt oder was? Nee. So. Wo später zwischendrin Getreide wächst und dann spawnt eh nichts drauf. Das ist immer noch das eine Ei da. Das hat zwar schon Risse, aber es schlüpft nicht. Komisch. So, fertig. Schon das Dorf geändert. Oh, geschafft. Du, ich weiß auch erstaunlich wenig Monster hier in der Umgebung. Das stört mich jetzt gerade im Moment überhaupt nicht. Hast du dein Bett mit? Nein. Ah. Schlecht, 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 schlecht. Ich muss mich da noch mal genau informieren, weil wir brauchen ja die Helme. Uah, Creeper! Ja, gerade für den Anfang, dass man ein bisschen länger tauchen kann, ne? Ja. Ich meine, ich kann die locken mit Seegras. Die könnte ich hier vorne hinlocken. Dass die immer im Spawn-Bereich sind, aber... Du meinst, man braucht Picke mit Behutsamkeit und die Eier dann hier irgendwo hinsetzen, dass die ihr Homepunkt, dass die neue Homepunkt haben. Das habe ich auch gerade auch so gedacht. Oder halt eben irgendwas mit Behutsamkeit. Ja, dass die Eier abbauen kannst, die kannst genau. Dann neue Sätze und schlüpfen lassen. Dass die dann sagen, gut, hier ist mein Zuhause. Genau. Mein Spawnpoint quasi von denen. Dass das wäre vielleicht irgendwie nicht richtig funktioniert. Keine Ahnung. Wo hast du die Haut hingemacht? Das, wo die Essenstruhe ist, glaube ich, nebendran. In der Truhe müsstest du mit hingehen. Warum? Da scheint sie gerade mit und gestoppt. Da gehört das gar nicht hin. Ja. Das gehört hier hin.
Das Herz des Meeres und das da gehört zusammen. So. Als Klatsch, dass sie Nautilus-Shells sind, wie die Dinger daher. Nautilus-Shells sind. Damit du das Heart of the Sea bauen kannst. Das wäre. Dann kriegst du die aus der Phantomhaut, da kannst du die, glaube ich, auch machen. Ja. Fisch. Schüssel. Eier. Das ist Mob, Mob. Mob, das nicht. Das ist Stein. Das war Erde. Das ist Holz. Krams. Ich bin gerade für das Rezept des Symbols. Ja, da brauchst du für das Herz des Meeres zu machen. Aquisator oder wie das Ding du hast. Nautilus-Schale. Eine Nautilus-Schale. Ach, da muss ich die sammeln. Ich mach jetzt mal, Huch. Das wollte ich gar nicht. Ich mache jetzt mal einen Verzauberungstisch. Wo ist das Obsidian? Was brauchte ich noch mal? Ein Buch, ne? Ja, ein Buch. Haben wir schon Leder? Nein, wahrscheinlich nicht. Zwei Stück habe ich. Ich brauche Weizen. Haben wir kein Weizen? Ah, doch. Wo hast du das Leder? Auch irgendwo in der Truhe drin. Super. Super, in irgendeine Truhe. So, kommt. Vermehrt euch mal. Nautilus-Schale kriegst du wahrscheinlich von den Unterwasser-Zombies. Unterwasser-Zombies? Ja. Aber was kann man mit den Phantomhäuten anfangen? Aber ich habe jetzt Unterwasser-Zombies schon getötet. Da war aber nichts. Also habe ich nichts gekriegt. Wo sind die? Was war das denn? Ach, Trichter. Da, zweimal Leder. Ah, alles klar. Die Phantomhaut nimmst du für das Trank des sanften Fallens. Brauchst du die anscheinend. Phantomhaut. Das ist jetzt richtig gesehen haben hier. Brauchen wir Weizen oder was? Auch Papier, so, das. So. Holz, Datteln und das dann. Brauche ich ein Buch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Mein ein Buch war es für den Tisch. Da haben wir, hast du die Kühe schon vermehrt? Ja, ein paar. Geht nichts mehr, okay.
Okay. Der Start. Ach so. Ah, ich brauche noch zwei Blöcke Obsidian. Ich habe mich vertan. Okay. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich nur zwei brauche. Kannst du mir gerade zwei Stück noch zuwerfen? Moment. Wo hast du denn die drin? Ah, hier. Eins, zwei. Sehr schön. Danke. Sollen wir dann hier noch ein bisschen weiter ausgraben? Platztechnisch. Wohin damit? Ich würde sagen, mal grabe da ein Loch raus. So kann ich nicht so weit graben, weil da kommt die Treppe. Da habe ich gedacht, da in die Richtung. Denk dran, dass du 15, 15 brauchst, ne? Also 15. Das können wir eh ruhig noch ein bisschen wegholen, weil da können wir noch ja noch. Da brauchen wir eh noch ein bisschen. Aber irgendwie backt das hier. Ich schaue, als immer waren die Blöcke, wo wir zurückploppen kurz. Ah, das geht bei mir im Moment. Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Das war beim letzten Mal. Boah, war das richtig heftig mit meiner Ruckelei. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal ist Minecraft Arschloch. Einfach nur. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Reicht die Größe? So, da brauche ich, wenn du die erguckst. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Warte mal, was drei, dann wird da der Zauber durch. Genau, weil du musst immer eine in der Mitte frei haben. Dann drumherum kann ich dann durchsetzen, hast du genug Platz. Reicht das für die Ecke, dass du Zaubertisch hinhaben kannst. Aber wenn du die Truhe umsetzen, na ja. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ach, da. Da. Da, halt. Da, da. Da. Das sind 15. Ja, da wo die Truhe steht, ist auch noch einer. 10. 13, 14. Okay. Dann machen wir mal was anderes da. Ach, ich brauch Lapis.
Es ist schon wieder dunkel. Kommt ein Phantom. Wahrscheinlich. Ach, Mann. So, bin auch wieder da. Hallo. Hallo. Na toll, jetzt hat er mir nur die Truhe gesammelt. Hä? Nix, ich wollte die Truhe haben. Ah, ich verlaufe mich sogar in meinem eigenen Haus. Ich wollte da hochgehen. So. Für das Fischding da so mache, brauche ich irgendwo Zugang von oben, wo es hell ist, auch Tageslicht. Ist die Frage, wo machen wir die hin, wo es am wenigsten stört? Da hinten irgendwo wäre ganz praktisch, wo es am wenigsten stört. Zuckerrohr braucht einfach nur Licht, also hier so Fackeln, das reicht. Ja. Wachst mal was schneller.
allerdings nicht. Wo nicht sein könnte. Das ist unser Haus hier. Wo soll man die Himmere, wo es am wenigsten zu stören, weil die nehmen nicht viel Platz weg. Was denn? Die zwei Angelfarmer. Soll ich sie gerade dahin, wo die Treppe runterkommt, gerade durch die Wand, weil ich brauche Tageslicht. Ja, von mir aus. Ich kann man dann sich vielleicht da unten hinzustellen und fertig. Ja. Dann mache ich gerade so. Bla 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 bla. Ja, ja. Raus bin. Boah, jetzt sind wir schon wieder 3 Stunden am. Würde ich nochmal auf Häuschen machen? Alter. Ja, soweit ich weiß, wollte Andy und sag schnell Lollipop Biene, die wollten noch was Dead by Daylight spielen. Ja, aber meine gesagt, so ab 10 Uhr machen wir das so meistens, ne? Ja, ich habe aber gesagt, ich will das nicht immer so spät machen, weil ich will nicht erst um 1 Uhr oder so erst Schluss machen, immer. Es ist mir zu spät. Dann würde ich sagen, wir machen noch die 2 Farme hier. Kinderisch fix. Langsam werde ich auch müde. Okay. Ich meine, Essen haben wir eigentlich genug, ne? Ich brauche Leder. Ja, das ist das allgemeine Problem. Noch eins mache ich noch da weg. Ja. Irgendwie. So, was machst du jetzt hier? Noch ein bisschen rausgrabe. Dann die 2 Truhen sammeln. 2 Truhen? Ja, und dann haben wir schon 2 Trichter gemacht gehabt. Ja. Die kann ich mal schon bringen. Dann 2-mal Zaun. Und dann muss ich nur gucken, dass ich irgendwie Licht von oben habe. Schon einfach Schacht, aber Grab. Was heißt 2-mal Zaun? Ganz normaler Holzzaun. 2 Stück. Zäune. Ja. Noch was? Dann brauche ich noch Eis oder Golddruckplatte. Eisen. Dann nehmen wir lieber Gold, hä? Ja, kann man auch machen. Es geht bloß für oben drauf. Besser Gold, Eisendruckplatte. Ich weiß nicht, ob die überhaupt gehen. Sieht vielleicht schöner aus wie Gold und Eisen. Aber Gold ist nicht so wichtig. Ja. Wie Eisen. 2 Eisenfalltüre. In die Nummer. Feinwegeplatte habe ich hier einmal. Eisenfalltür.
Eisenfalltür. So, gibt's auch, wenn du zwei Eisendinger meinst. Grobwägeplatte. Das ist eine Eisenwägeplatte. So, die zwei Falltüre habe ich. Hast du die jetzt aus Eisen gemacht oder was? Nein, ich habe Falltüre gemacht. Hier, mach mal mit dem Gold. Ich weiß nicht, wie das geht. Zwei Stück. Nebeneinander. So. Und das ist dann so eine Platte oder was? Ja, hier so eine. Feinwegeplatte, ja, Feinwegeplatte ist. Hört sich irgendwie komisch an. Hab ich ja noch nie gehört. Hast die Trichter. Ja, ja. Das ist gut. So, da, Truhe. Was denn jetzt? Hier Truhe. Ja. Mach mal doof. Geld weg. Und schon, wann wir machen wollen, wann du wechseln willst. Verbindet sich schon längst. Ich kann schon wieder den Shift gehen, dann hast du einen Sinn. So. Schatz. Bitte. Ja. Bitte. So, was jetzt? Moment, ich gucke. Dazu. Moment. Ah, Richter. Hab ich. Da so an die Truhe dran. Mit der Schnute zur. Ja, das ist klar, dass das Zeichen die Truhe herangeht. So. Weg. So, Zaun oben drauf. Auf den Richter. Genau. Da, mach mal raus. So, dann kommen wir Wasser dort dran. Nicht nur Wasser, einmal Handstrahl. Mensch, guck mal, ob das richtig ist. Soll ich mal noch grad schnell einer? Also, ich habe jetzt nichts mehr, was du mir gesagt hast, was ich mitbringen soll. Ja, ja, ich gucke gerade noch schnell. Genau. Ey, Wasser, Emma, brauche ich noch. Oh Gott, ey, ich bin müde. Nee, ich bin müde. Oh. Einmal, und Wasser, Emma. Dann nach Hause gehen. Hä, wo ist denn der Eimer? Hast du nicht gerade zu mir gesagt, du brauchst Wassereimer? Hab mal, weil einer Hand nicht Innenstecke hat, so. Jetzt brauche ich zwei Noteblöcke. Moment. Brauche ich etwas Holz und ein bisschen Redstone. Redstone. Holz. 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 Ah, oh, such. Da hatte ich doch irgendwo eine Holzplatte gehabt. Wo sind die hin? Verbraucht. Alle verbraucht. Noch 30 Stämme, du. Toll. Aber was hast du das ganze Holz verballert? Du hast das verbraucht. Wo ist denn noch drin?
Kein Weizen. Tschüss. Mist. So. Unsere Weizenfelder sind zu klein. Ja, das war ja am Anfang. So, hast du die Angel? Nein, ich habe jetzt keine Angel. Die Angel ist bei den Schildkröten. Oh. Und Stricke haben wir wahrscheinlich jetzt auch keine mehr, ne? Dann geh die Angel hole. Woher wusste ich, dass du das sagst? Ey, das sind nur Bögungrimmel. Wir haben ja keine Säle, nichts mehr. Doch, das sind noch zwei Stricke. Ha. Gut, lass gut sein. Brauchst nicht zu gehen. Really? Ja, ich hab noch zwei Strings gefunden. Na. Testen wir mal, ob das Ganze funktioniert hier. Wahrscheinlich nicht. Guck nochmal nach den Schildkröten. Oh, ah. Hinstelle. Jo, Bro, es wird jetzt gerade natürlich dunkel. Als ob. Es sind keine Babyschildkröten da. Es sind keine da. Ja, die sind auch noch da. Ja, gut. Der Junk wird auf jeden Fall nicht geladen. Weil hier lag jetzt immer noch so ein Sapling rum von eben. Und ich war jetzt lang genug weg, um dass das despawned ist, wäre normalerweise. Also würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Hey. Ist zu weit weg, ja. Wir müssen gucken, dass er. Dass wir müssen irgendwas gucken, dass wir den irgendwie nach vorne geholt kriegen. Also die Angel brauche ich jetzt nicht mitbringen, ne? Kannst du mitbringen, wenn du machen willst. Ne? Als ob. What the? Alter, hat der mich von hinten... Boah, von hinten, die Schweine-Sauhund. Sauhund! Ne Sauhund, du. Das Phantom, weißt du, hat sich von hinten angeschlichen. Mein Schwert ist natürlich schon fast kaputt. Ah, ich hab ihn noch erwischt. Ich hab ne... Ach, okay, hier sind Spinnen. Und Creeper. Nicht so gut. Oh, und noch ein Creeper. Mischt. Ah, der musste mich jetzt erst suchen, ne?
Weil er denkt, ich fliege jetzt noch, ich bin noch da hinten irgendwo. Ich bin hier. Wie verblieht. Du hast wahrscheinlich auch Phantome da irgendwo rumschweben. Ja, wo seid ihr denn? Hallo? Hallo? Mann, ich bin doch beschäftigt mit dem Ding, du. Voll, jetzt hänge ich im Wasserstrom drin und komme nicht mehr raus. Und deswegen gibst du mir keine Antwort, oder was? Ja, Entschuldigung, ich hänge mit dem Scheiß, das ist... ich ersaufe gerade. Ich wollte noch oben graben, komm an die scheiß Falltür unten drunter und dann war ich futsch. Baue ich sie gerade nochmal ab. Konstruktionsfehler! Nee! Ich habe unter der scheiß Eisenfalltür dort drunter gehonkt. Im Wasserstrom drin. Ich muss. Ich muss nämlich noch oben graben, ich brauche Tageslicht. Irgendwie dort dran komme und das Wasser dauert es mir nicht immer. Ich muss nur abbuddeln. Ich komme aber nicht oben raus. Mach doch den Wasser weg. Mach doch das Wasser weg. Ja, sehe ich das. Ja, nimm das mit dem Eimer wieder auf. Okay, Alter, schnell. Oh, Elmo, bin ich offen. Ich sag nix, ich geh Phantome klatschen. Wenn die jetzt überhaupt noch da sind. Müsste aber eigentlich, es ist noch Nacht. Ah, das. Ich weiß ja gar nicht, wo mein Elmo ist. Der ist weg. Keine Ahnung. Als ob, du hast die einstecken gehabt, deine Eimer. Ja, ich bin doch gestoppt, die Truhe hat sie ihn gesammelt. Ich kann das Wasser nicht insammeln. Noch Wasserstrom. Oh, welch was. Ich rede in der Ende Strom nicht weg. Wie es sich wieder aufregt. Ja, Entschuldigung, ich versuche doch irgendwie was wegzudrehen, aber es geht nicht. Yay, Phantom ist tot. Okay. Aber jetzt kommt irgendwie nur immer nur einer. Ah, da ist noch einer. Da. Oh, habe ich gesagt, da kommt immer nur einer. Oh, Sonnenaufgang. Tagsüber gehen die Phantome weg, ne? Ja, die verbrennen. Mist. Mist.
da. Die Wasserströme gehen mal weiter auf das Sengel durch. Oh nein, nicht kaputt gehen. Ich brauch doch die Haut. Jetzt wären natürlich Pfeile nicht schlecht. Weil wenn die durch Feuer kaputt gehen, dann droppen die nix. Nee. Nee. So, jetzt versuchen wir unser Glück noch mal. Ah, ich will meine Rüstung wieder anziehen. So. Dann habe ich Elmo den Zaun. Elmo, Wasser, Elmo. Ob das was bringt, du musst da Glas drauf machen, bevor da einer reinfällt. Ja, also ich, so weit bin ich schon noch nicht. Das ist Elmo. Weg da. Also einmal Haut habe ich gekriegt. Ey, Hund. So, die Crackdoors sind da. So, weil ich anfange kein Tageslicht gehabt. Mal gucken, ob es jetzt geht. Wie macht man das denn überhaupt? Muss ich kurz vor der Wasserstromstelle mit dem Kreuz auf das Ding und dann kloppe. Soll das eigentlich funktionieren? Ich muss die Sounds ausschalten. Hat irgendwas, es hat blink gemacht. Erdblock. Ja, ich habe eine Flasche Wasserflasche gesammelt. So. Wir hören jetzt auf. So, na, wie steht hier immer falsch? So, dann sag ich mal, geh ich mal hier gucken. Mal gucken. Also, Andy, Mandy, wir machen gleich Dead by Daylight, wir machen jetzt gleich ein kleines Päuschen. Also das Päuschen machen wir jetzt und dann machen wir Dead by Daylight. Also ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Ich gehe jetzt raus aus dem Spiel.